Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Mass Effect Andromeda. Wir sind aktuell immer noch auf der Tempest unterwegs und schnacken uns jetzt erstmal durch unsere Leute. Ich bereite Vidcon-Kommunikation vor. Ah, guck mal, und wir dürfen nämlich Video konfigurieren. Jetzt gucken wir mal, mit wem wir hier schnacken müssen. Reyes Vidal. Ah, guten Tag, Reyes. Ryder, ich habe gerade an Sie gedacht. Tut mir leid, wir haben Publikum. Das klingt nicht, als wäre es dringend. Nee, machen wir das da. Ich würde liebend gern genaueres erfahren, aber das hier ist kein privater Kanal. Ich könnte es Ihnen ja bei ein paar Drinks erzählen. Sloan hat zu einem geselligen Beisammensein geladen und ich konnte eine Einladung ergattern. Hätten Sie Lust, mich zu begleiten? Sloan veranstaltet eine Party? Sloan veranstaltet eine Party? Ich hätte nicht gedacht, dass sie der Typ dafür ist. Sie betrachtet diese Veranstaltungen als notwendiges Übel, um die Leute bei Laune zu halten. Ist das ein Date? Bitten Sie mich gerade um ein Date? Ich verspreche, ich werde ein wahrer Gentleman sein. Das will ich mal hoffen. Wir sind nur Freunde, die miteinander ausgehen. Was? Ganz wie Sie wollen, Ryder. Hä? Zu kostenlosen Drinks sage ich nie nein. Hä, was war denn das? Vor allem dann nicht, wenn sie aus Sloans Privatvorrat stammen. Wir treffen uns vor dem Hauptquartier der Verbannten. Das war ja wieder mal geil bescheuert, oder? Jetzt mal ernsthaft, habt ihr gereilt, dass das dann bedeutet, nein, wir machen aber nicht Snoo-Snoo? Hä? Also manchmal, ich reil dieses Dialogsystem manchmal nicht. Diese Antworten sind manchmal echt beschissen, sag ich ganz ehrlich. Da sind zwar diese lustigen Symbole dran, die dir erklären, was für ein Gemütszustand das ist, aber ich hätte das jetzt als witzig verstanden, so von wegen, da will ich immer hoffen, dass sie ein Gentleman sind, ne? Für mich heißt doch, dass jemand ein Gentleman ist, nicht, dass ich sage, wir werden aber nicht heute Abend gemeinsam uns näher erforschen, so. Das heißt doch einfach nur, ich erwarte, dass er ein wahrer Gentleman mir gegenüber ist. So, what the fuck? Was soll denn das? Keine Ahnung, also kann sein, dass ich jetzt wieder zerbumst habe. Ich dachte, wir können mit dem mal ein bisschen Snoozen machen, aber offensichtlich habe ich es gerade zerschissen. Wir werden sehen. Ich fahre jetzt mit dem Aufzug, weil ich bin faul. So, bitte wieder runterfahren, danke. Ich schnall das System nicht, also... Das sowas regt mich dann auf, weißt du? Aber gut, ist egal. Bleib ruhig, Fuchs. Einfach entspannt bleiben. Wir reden jetzt erstmal hier mit Petra. Hey, Ryder. Ich habe eine verschlüsselte Nachricht von Sid erhalten. Sie hat Neuigkeiten und will mit uns beiden darüber reden. Ich stelle jetzt die Verbindung her. Okay. Endlich. Ich warte schon seit Stunden. Würdest du uns bitte sagen, was das alles soll? Ich habe mir die Meldungen der Außenposten angehört. Und in einer war davon die Rede, dass Siedler verschwunden sind. Das ist nicht gut. Das klingt nicht gut. Ist es auch nicht. Sie wurden entführt. Ich habe recherchiert und denke, dass ich weiß, wohin sie verschleppt wurden. Ein Höhlensystem auf einem Mond im Remarf-System. Ursprünglich eine angaranische Mine, glaube ich. Aber sie wurde stillgelegt. Ich denke nicht, dass der Planet, von dem Sie sprechen, ein Mond ist. Ist doch egal. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst dich nicht einmischen? Ich konnte nicht einfach untätig rumsitzen. Woher wissen wir, dass deine Informationen verlässlich sind? Sie sind verlässlich. Also, ich vertraue ihr. Ich vertraue ihrer Schwester. Und wir sollten keine Zeit vergeuden. Siehst du? Das ist ein Pathfinder. Sid, gib uns alle Informationen, die du darüber hast. Schon geschehen. Kann ich mitkommen? Ich will helfen. Du kennst die Antwort. Klar, natürlich. Halte dich von bösen Leuten fern, Schusswaffen, Bomben, kroganischem Bier. Du hast das gut gemacht. Ich will nur, dass du in Sicherheit bist, okay? Ja, ja. Ich hätte jetzt gern so ein kroganisches Bier. Okay. Wow, what the fuck? Die Leute mal rumklippen wie die Wahnsinnigen, ne? Okay, damit hatten wir einen weiteren Quest am Start. So, jetzt schaue ich mal, ob wir hier noch irgendeinen tollen Dialog am Start haben. Liam? Ich habe das Projekt abgenickt. Okay. Das ist toll, Pathfinder. Jala Madarath, wir haben unsere Ausrüstung. Costa, Ryder. Leute, wieso... What the fuck, wieso haben sie nichts an? Ich fühle mich overdressed. Ich weiß, wir haben eigentlich keine Uniformen, aber das ist doch ein bisschen sehr leger. Ach was, so ist es einfach praktischer. Wir tauschen Panzerung. Kann's losgehen? Ja. Okay. Was bedeutet das Muster auf Ihrem Schulterpanzer? Das Ehrenabzeichen meiner Familie. Darf ich Ihren Poncho Rothjin. Und nein,
Warum nicht? Aus religiösen Gründen? Moment mal. Aus persönlichen Gründen. Ich erlaube es Ihnen nicht. Geht es um Status oder Spezies? Möglicherweise beides. Sehen alle Menschen gleich aus? Einige von ihnen klingen gleich. Wow, wow, wow. Das nimmt kein gutes Ende. Ich weiß, wie das hier enden wird. Einer von ihnen fühlt sich beleidigt und der andere wird verprügelt. Deshalb machen wir es ja hier. Wir tauschen Panzerungen gegen Antworten auf Fragen, die sich die Diplomaten verkneifen. Ich war vorhin an der Reihe. Die Informationspakete der Nexus lassen ziemlich viel aus. Tut mir leid, war das hier nicht genehmigt? Sie feiger kleiner Adi. Wie auch immer. Ryder? Alter, er läuft da komplett nackt rum. Ah ja, würde das nicht gutheißen. Wehe, ich krieg deshalb Ärger. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Ich habe keine Lust mehr, von der Nexus die Hölle heiß machen zu lassen. Keine Sorge. Joel wird sich schon nicht bei der Personalabteilung beschweren. Oder an wen auch immer wir uns Tans Meinung nach wenden sollen. Wir haben neulich rumgescherzt und erkannt, dass wir keine Ahnung hatten, wie wir einander beleidigen können oder es vermeiden. Manche Dinge sind so tief verwurzelt, dass sie unsichtbar sind. Wir kannten noch nicht mal die Warnsignale, also haben wir es hinter uns gebracht. Jetzt kann es uns nicht mehr versehentlich passieren, wenn wir zum Beispiel über einen Außenposten verhandeln. Es gibt sowieso schon genug seiner Leute, die uns gerne tot sehen würden. Ja, ich finde es auch grundsätzlich ganz gut. Okay, ich verstehe die Absicht. Und niemand wurde verletzt? Wenn Joel beleidigt wäre, lege ich jetzt auf den Boden und es wäre okay. So weiß ich, woran ich bin. Wir haben noch viel zu lernen und das ist Teil der Aufgabe unseres Teams. Also, besser wir lernen es jetzt, als wenn Leben auf dem Spiel stehen. Das ist eine sehr interessante Methode. Ich muss gestehen, ich habe immer noch nicht so gesamt verstanden, was hier jetzt gerade passiert ist. Also so richtig kapiert habe ich es noch nicht, aber okay. Also die sind beide nackt und rollen sich manchmal auf dem Boden rum. Gönnt euch. Warum darf ich nicht mitmachen, ist eher die Frage, weißt du? Tarf, Uni. Eine Heimat auf Vold. Irgendwie. Fühlt sich trotzdem gut an. Ich bin an Ihnen interessiert. Auf Wiedersehen. Reden wir später weiter. Okay. Alles klar. What the fuck? What the fuck ist los in diesem Game? Ich hab keine Ahnung, Mann. Er läuft jetzt hier oberkörperfrei rum. Okay, ich kann hier noch was scannen. Hier ist irgendwas scannbar. Wo war das? Da, Krümel. Irgendwas hat sich hier ein Nest gebaut. Und es mag Frühstücksflocken. Vielleicht können wir ja eine Falle bauen, um es unverletzt einzufangen. Im Forschungszentrum eine Falle bauen. Wo ist das Forschungszentrum? Oben wahrscheinlich. So, warte, bevor wir dahin gehen, erstmal. Oh, hier ist unser Pie Jack. Wie soll man all dem leckeren Obst auf Aya widerstehen, hä? Überprüfen Sie Ihren Helm, bevor Sie ihn aufsetzen. Sehen Sie diesen Kratzer hier? Er hatte in meinem geschlafen. Ja, klingt doch eigentlich ganz gut. Cora, was machst du eigentlich hier? Hi. Wir haben's geschafft, Ryder. Sie haben den Flugschreiber der Asari repariert? Ja. Ein paar alte Zugangscodes, ein wenig Datenwiederherstellung durch Sam und schon konnten wir den letzten Kurs der Arche ermitteln. Die NAV-Punkte sind im System. Wir können uns auf den Weg machen, sobald sie soweit sind. Sind Sie denn dafür bereit? Denken Sie an das Forschungsschiff. Was wir finden werden, wird uns vielleicht nicht gefallen. Sind Sie... Es ist mein Job, mit schwierigen Situationen klarzukommen. Wir brauchen die Asari und Sarissa mehr als je zuvor. Ich vertraue darauf, dass Sie sie finden, bevor die Kettes tun. Okay, das Valley-System nach der Arche Luciana durchsuchen. Geht also los, Leute. Jetzt gehen wir erstmal nochmal da hinten hin. Was haben wir denn da? Dann gucken wir mal hier, die Tür geht auf, aber die hier nicht. Das heißt, da ist was los. Ah, Ryder, entschuldigen Sie die Sauerei. Wer ist Ihr Freund? Ein aufgestiegener Cat. Ich habe Joel Bescheid gegeben, um ihm zu zeigen... Oh, da ist er ja. Joel, sehen Sie sich das an. An ihm ist nichts Angaranisches mehr. Die körperliche Erscheinung kann täuschen.
Ich habe hunderte Tests durchgeführt. Es sind nur noch minimale Spuren des angaranischen Genoms vorhanden. Die Aufgestiegenen sind Cat. Es muss irgendeinen Weg geben, sie zu heilen. Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Alles ist möglich. Wir müssen es nur weiter versuchen. Ja, selbst aus Fehlschlägen können wir lernen. Danke, Ryder. Immer gerne, dafür bin ich ja da, ne? Was denn? Jarl muss akzeptieren, dass der Aufstieg unumkehrbar ist. Sie verstärken seinen Schmerz nur noch. Das wissen wir doch gar nicht. Wir kratzen doch gerade erst an der Oberfläche dessen, wozu die Cat fähig sind. Die Aufgestiegenen sind neue Wesen. Es ist mehr als eine Verwandlung. Es ist eine Geburt. Es gibt kein Zurück. Jarl ist Teil dieser Crew. Sein Wohlergehen liegt in meiner Verantwortung. Sie machen das gut. Ich weiß, dieser Job kam für Sie überraschend. Aber Sie füllen ihn mehr als aus. Und Sie haben sogar Ihr Cat-Exemplar bekommen. Das stimmt. Und Ihre Körper unterscheiden sich von allem, was ich kenne. Sie sind das Ergebnis jahrhundertelangen Genraubs und forcierter Evolution. Es ist natürlich grauenhaft, aber auch faszinierend. Ich bin froh, dass Sie sich so gut eingewöhnt haben. Tja, mir blieb ja wohl nicht viel anderes übrig, oder? Ich sollte hier vielleicht sauber machen, bevor er zu riechen beginnt. Ich habe gehört, man kann die einfach durch die Müllschleuse rausschmeißen. Da gibt es so ein schönes angarisches Märchen, das man sich da erzählt. So, okay. Was haben wir jetzt noch? Da ist mein Quartier. Hier ist alles gut. Dann gehen wir nochmal nach oben. Dann schnack ich nochmal mit den beiden im Kontrollzentrum da. Und dann sind wir, glaube ich, soweit auf der Nexus erstmal durch. Alter, irgendwie... Ihr seht das hier, ne? Es läuft jetzt nicht so super geil. Keine Ahnung, was da los ist. Bibi, bei dir noch was los? Okay. Ich rede jetzt nochmal mit Suvi. Ja, wir haben möglicherweise ein Problem. Ich habe einige Berechnungen durchgeführt. Massenbilanzen und dergleichen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Tempest rund 70 Kilo zu schwer ist. Ich glaube, wir haben irgendetwas an Bord, das hier nicht hingehört. Oder jemanden. 70 Kilo könnten auch auf einen blinden Passagier hindeuten. Unsere internen Sensoren haben nichts entdeckt. Aber sie sind auch nicht so leistungsstark wie der Scanner eines Pathfinders. Könnten Sie sich mal umsehen? Mach ich. In Ordnung. Ich werde das Schiff durchsuchen. Mal sehen, ob ich irgendwas finden kann. Kabinen auf der Tempest nach Anomalien scannen. Hüts. Hier was los? Mal sehen, ich rede jetzt erstmal mit Kerlo. Guten Tag, Kerlo. Das Handbuch des Schiffs ist echt nützlich. Endlich steht meine Werkbank wieder gerade. Wenn Sie es auch mal lesen würden, wüssten Sie, dass die Tempest ein Füllhorn neuer Tech ist. Sie können nicht einfach... Ich habe dieses Schiff in Rekordzeit startklar gemacht, Kerlo. Ich beherrsche meinen Job. Und Sie haben nicht den geringsten Respekt vor dem Job anderer Leute. Kerlo. Oh, Ryder. Tut mir leid, dass Sie das mit anhören mussten. Leute, ihr sollt euch bitte nicht streiten, ja? Bitte nicht streiten. So. Okay, dann scannen wir mal ein bisschen die Quartiere. Hallo. Mehr sehe ich hier jetzt nicht. Ich scanne einfach mal durch. In der Luftschleuse ist schon mal kein zusätzliches Gewicht. Schade eigentlich. Da wären wir es leicht losgeworden. Oh, wie gemein ist er denn, Alter? So, ich guck mal jetzt eben hier. Ich sollte doch hier irgendwo im Forschungsding was aufbauen. So eine Falle. Aber wo? Okay, hier sehe ich jetzt nichts. Wir gehen mal weiter und scannen mal weiter rum. Das sieht ja mega lecker aus. Hier noch irgendwas? Nope. Keines der Geräte hier würde als zusätzliches Gewicht registriert werden.
Also hier ist auch nichts. Dann scannen wir mal weiter. Ich scanne hier einfach mal so durch. Hier im Bitcoin-Bereich ist nichts. Hier ist noch was. Ich registriere kein zusätzliches Gewicht. Hier drin ist nichts versteckt. Okay, dann wieder runter. Ich war jetzt auch hier schon in beiden Räumen drin. Gehen wir nochmal hier rein. Gehen wir erstmal hier oben lang. Ich kann euch leider heute nicht sagen, warum es auf der Tempest nicht so geil läuft. Das Game hatte bis jetzt noch nie Probleme gemacht, aber irgendwie... Irgendwas ist neu. Laut Daten hat nichts hier drin ein ungewöhnliches Gewicht. Natürlich nicht. Gibt es irgendein Problem? Ich hoffe nicht. Ich bin ganz schön gespannt, was es sein wird. Habt ihr schon eine Idee? Ich hätte ja gedacht, nochmal wieder so ein Vieh. Da geht irgendwas. Da war was am Blinken. Habt ihr es gesehen? Da blinkte gerade was. Und da hat gerade was geblinkt. Geh mal nach unten. Hier gerade was blinken gesehen. Hier blinkte gerade irgendwas, was scannbar war. Mal schauen. Hi, Vetra. Ich hab's. Suvi, das zusätzliche Gewicht ist hinter dem Lagerraumschott. Dahinter? Ja, es sieht aus wie ein Fertigungsmech, der mit dem Rumpf verschweißt wurde. Durch den Scan der Teile wurde ein Audiolog aktiviert. Ich denke, ich weiß, was hier los ist, Ryder. Könnten Sie auf die Brücke kommen? Ja, ich komme. Okay, wir haben es gefunden. Das ist, ich bin schon mal ein bisschen stolz. Der hat es jetzt schon mal gelungen. Dann schnacken wir mal mit Callow und finden mal raus, was hier los ist. So. Ich renne mal wieder wie so ein Wahnsinniger durchs Schiff. Man kennt das ja. Ryder, der joggt immer durch die Nexus, durch die Tempest. So, Kerlo, erzähl mal, was ist hier los? Diese verschweißten Teile, die Sie im Lagerraum gefunden haben, ich weiß, woher sie stammen. Okay. Erzähl. Sie gehörten Lucille Diawara, der Chefdesignerin des Schiffes. Sie hat sich während des Baus das Rückgrat gebrochen. Aber Lucille wollte ihr Schiff nicht im Stich lassen, also hat sie sich aus einem Fertigungsmech einen Anzug gebaut, den sie tragen konnte. Sie muss ihn mit dem Rumpf verschweißt haben, als eine Art Signatur. Ihre Arbeit war ihr wirklich wichtig, wa? Nicht einmal ein gebrochenes Rückgrat konnte sie von ihrem Traum abbringen. Sam, hast du bei Lucilles Anzug nicht dein Audiolog gefunden? Kannst du es abspielen? Ein Sam hat also meine Fertigungsausrüstung gefunden. Gut gemacht. Das heißt, die Tempest gehört jetzt einem Pathfinder. Mason Barrow, Seven Raker, Matriarchin Ishara, Alec Ryder. Sie waren die Besten von uns. Wie viele von ihnen sind noch übrig? Mein Vater ist tot. Ich frage mich, wie viele der anderen Pathfinder es wohl geschafft haben. Wir werden es rausfinden. Sie werden es rausfinden. Passen Sie gut auf mein Schiff und einander auf. Was auch immer Sie in Andromeda erwartet. Sie verkörpern die Milchstraße. Wir sind aus solchem Stoff, wie Träume sind. Und unser kleines Leben ist von einem Schlaf umringt. Ich hätte nie gedacht, dass ich Lucilles Stimme nochmal hören würde. Die Pathfinder lagen ihr wirklich am Herzen. So sehr, dass sie ihnen ihren Anzug mitgegeben hat. Als eine Art Glücksbringer? Er gehört auf jeden Fall hierher. Lucille hat ihn zu einem Teil der Tempest gemacht. Sorgen wir dafür, dass es so bleibt. Ich kümmere mich darum, Ryder. Okay, zurück an die Arbeit. Machen wir sie stolz. Sehr schön. Das war das. Okay. Jetzt müssen wir doch eigentlich irgendwo hier noch dieses Ding machen, dieses, das Teil einfangen. Zusätzliche Aufgaben. Es wird ja wohl irgendwo hier sein. Kedaras Lösegeld. Weitere Datenpads über den Kollektiv. Mitgesuchen. Bessere Zubereitung. Sphärenmodell. Mit Dr. Aridiana sprechen. Forschung gekommenes Reliktgerät auf Haval. Ich guck mal eben noch gerade.
Wo? Kadera Nexus Tempest, hier, der Besucher im Forschungszentrum eine Falle bauen. Das da hinten ist ja das Forschungszentrum, hier. Wo kann ich hier eine Falle bauen? Ach so, soll ich die bauen? Ich habe es, glaube ich, jetzt erst verstanden. Forschung, Entwicklung, sonstiges. Humane Falle, jetzt habe ich das verstanden. Ich habe es nicht gerade. Ich dachte, ich soll im Forschungszentrum die Falle aufstellen. Aber ich sollte sie dort erschaffen. Oh Mann, manchmal habe ich auch eine lange Leitung. Die Falle am Bau der Kreatur aufstellen. Alles klar, meine Lieben, wir machen jetzt erstmal einen Break. Ich bedanke mich, oh, wie dumm war denn das wieder, ey. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch ganz viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.